Oh, jetzt geh runter. Komm, geh zu Fuß. Du regst mich auf. Jetzt geh. Du machst mich immer richtig fertig auf dem Spielplatz. Mama, ich werde hier angeschrien auf dem Spielplatz. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Also es macht doch nur Spaß, wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Willkommen in meiner Spielplatz-Menschen. Menschen, das hat sich jetzt so angehört, Spielplatz... Menschen. Also keine People. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Spielplatz-Video. Und diesen Spielplatz werdet ihr vielleicht schon kennen, vielleicht aus früheren Zeiten oder von den Videos diese Woche. Und wir werden diesen Spielplatz heute einfach mal ein bisschen testen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, ich glaube, das ist keine Schaukel für dich dann, ja? Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das gleich hier kaputt geht. Weil bei deinem Gewicht könnte das etwas schwierig werden. Ich passe hier nicht rein, leider. Passt du hier rein? Also ich glaube, ich passe da rein, aber dann komme ich nicht mehr raus. Und dann haben wir so ein Video, was auf TikTok viral geht. Geh mal zur Seite, Mann. Wo dann die Feuerwehr kommt und uns so befreien muss hier. Boah, das wäre so lustig. Die Klicks würde ich mitnehmen, Karin, bin ich ja ehrlich. Ja. Kein Problem mit. Ja, aber die Peinlichkeit definitiv nicht. So, dann haben wir hier was ganz, ganz Schönes für Danja. Guck mal, wir haben zwei unterschiedliche Rutschen. Leute, dieser Spielplatz, hatten wir schon gesagt, ist in Bielefeld am Obersee. Ist das immer noch? Nö, nass ist das nicht. So, film mich. Ich komme. Kann hier mal nur nicht gescheit laufen wegen des Sandes. Komm mal kurz, du musst hier hinkommen. Was? Guck mal, um auf diese Rutsche zu kommen, muss man hier hoch. Na dann. Gib alles, Kahn. Ich sag, wie es ist. Oh, da ist die Sonne da gerade voll. Ich bin immer noch sportlich. Naja. Wie war das an deinem Geburtstag? Was denn? Hast du da nicht bei Fußball verloren oder so? War da nicht was? Was war da? Hast du da nicht im Fußball? Ja, ist okay. Ich habe auch keine Minute gespielt, aber das war's anderes. Ach so. Doch, aber apropos dein Geburtstag. Ja. Ich habe noch eine Überraschung für dich geplant. Ich weiß, habe ich schon gehört. So. Aber ihr habt es noch nicht gehört, Leute. Und ihr wisst auch noch nicht, was es ist. Ja, ich weiß ja auch noch nicht, was es ist. Ja. Habe ich immer Angst. Warum? Weiß ich nicht. Hier kannst du doch auch nicht weit fallen, Karin. Aber du kannst fallen. Ja, aber halt nicht weit. Ja, okay, also das ist relativ für uns, glaube ich, unspektakulär. Dann jetzt ja. Geh mal auf das Boot. Es ist unser Boot, okay? Das ist mein Boot. Warte, ich komme mit drauf. Dann wird es dramatisch jetzt gleich. Dramatisch. Dann ja, Gewitter kommt. Nein, weißt du, was erst jetzt kommen muss? Was? Gewitter? Gewitter? Boah, das ist fast gerade gegen die Kamera gekommen. Ich mache ohne Dings. Ja, also das ist eigentlich ziemlich cool. Hier ist so eine Federung drunter. Da kann man da so... Kann ich das sehen? Ich weiß es nicht. Boot spielen halt. Ja, ist eigentlich ziemlich cool. Also es gibt so verschiedene Sachen hier. Dann gibt es ein Spielgerüst, was etwas größer ist. Ich will noch nicht vom Boot runtergehen. Ich liebe das Boot. Warte. Aber das ist schon ziemlich cool. Ich finde das so cool. Bitte. Kannst du dich noch an den Bambusspielplatz erinnern? Da ja. Oh, guck mal, der Mond. Man kann den Mond sehen. Also nicht so ganz. Danja, ist okay, wir haben es verstanden. Du bist auf dem Boot. So, willst du das mal hier testen? Ich lebe hier gerade meine kompletten One Piece. Ich weiß. One Piece Gedanken aus. Du bist aber nicht Ruffy. Du bist der Sohn vom vom Stützpunkt. Wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Ach so, der. In der ersten Folge. Ey, das finde ich jetzt gemein. So. Okay, so Danja, was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Ist das ein Teleskop? Willst du mal die Kamera nehmen? Ja, warte, ich halte die mal da durch. Mal gucken, was man da sehen kann. Ja, man sieht nichts, ne? Was? Man sieht halt extra gar nichts. Hä? Oh, Danja ist fast runtergefallen. Ich wäre hier fast rückwärts runtergefallen. Warum bist du immer so? Ich bin halt nur so. Warum bist du immer so? Ja, okay, gut. Kommen wir jetzt zu den sehr, sehr spannenden Sachen. Let's go. Also das finde ich war jetzt nicht das Geilste hier. Nö, es gibt Besseres hier. Komm mal mit. Ich lag auch nicht daran, dass ich fast runtergefallen bin. Ich kann nicht so schnell. Ich komme ja schon. Stress mich nicht ab. So, wir haben einen schönen Parcours. Ja. Pause. Also du bist stehen geblieben. Ja, aber ich dachte, wir machen noch Pause. Ich glaube, hier kann man sich auch gut hinchillen, ehrlicherweise. Ich glaube, ja, chill dich mal dahin. Ich könnte mich auch hier hinsetzen. Ja. Alles gut. Super, Kahn. Ich bin gut. Beeindruckt. Willst du vielleicht mal rutschen? Bei der großen Rutsche? Ja. Let's go. Da ist ja eine Katze. Viel Spaß bei der Rutsche. Danke. So, warte, ich warte unten. Ja, da ist schon wieder fast hingefallen. Alter, ich bin so groß.
Kommst du durch? Der Chip fasst mit dem Kopf an. Hey, das war aber okay. Ich fand, das war okay. War okay? Ab zur Zipline. Ziplining. Komm. Los, Kahn. Lauf. Wundervoll. Schneller, Kahn. Bringst du beide mit? Ja, aber ich fahre erstmal alleine. Aber bring beide mit. Bring beide mit. Warum willst du denn alleine fahren? Darum, weil man das sehen soll. Das kannst du mir nicht verbieten. Was? Das ist nicht dein Spielplatz. Du kannst mir nicht. Also schon ein bisschen verbieten. Schon. Nee. Aber warte doch kurz, bis ich unten bin, dann kannst du auch fahren. Ja, okay. Alter, voll, du kannst auch nach unten fahren. Problem gewesen. Du kannst auch nach unten fahren. Nee, ich komm nicht drauf. Oh, jetzt geh runter. Komm, geh zu Fuß. Du regst mich auf. Jetzt geh. Du machst mich immer richtig fertig auf dem Spielplatz. Schreib mich an. Mama, ich werde hier angeschrien auf dem Spielplatz. Was soll das? Ja. Ui. Oh. Das war krass. So, guck, jetzt darfst du. Darf ich jetzt auch mal? Ja, ich warte hier unten. Bitte schön. Mann, nicht anschreien. Warte, ich komm mit dir mit, weil ich mach das vernünftig, nicht so wie du. Ich soll vorne bleiben. Vorne bleiben. Das hast du mir fünfmal gesagt. Das hast du mir fünfmal gesagt. Ja, und jetzt gibst du mir schon wieder die Schuld für deinen eigenen Fehler. Ein bisschen. Was soll das? Ein bisschen. Jo. Nicht so schnell! Ja, schon ein bisschen langsam. Soll ich dich mal anschubsen? Ja. Ja, okay. Aber dann darfst du keine Angst bekommen. Ich krieg keine Angst. Gut. In Neubien, da war mein Lieblingsspielplatz. Und da gab es auch eine richtig coole Seilbahn. Oh Gott! Hä? Alter! War krass, oder? Ja. Kannst du mich mal anschubsen? Ja. Warte. Ja. Ja. Okay. Oh. Ja, ist okay. Ui. Ja, das war schon ordentlich. Ist okay. Was Cooles ist das hier? Das bounced so. Ja, es ist irgendwie krasser, wenn man drauf sitzt, als wie es aussieht. Warte. Du kannst das ja nicht so gut drehen. Soll ich das vielleicht machen? Ich kann das auch drehen. Ja, aber halt mal die Kamera. Warte, lass mich doch mit rein. Hallo. Ja, okay, Nein, dann mach du. Machst das wieder richtig gefährlich. Ja, aber so macht das doch nur Spaß. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Also es macht doch nur Spaß, wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Nee. Guck, wie schnell. Du fällst gleich raus, ne? Nein. Du fällst gleich sowas von raus? Nein. Ich glaube schon. Ja, Kai, du wolltest noch was sagen. Nö, ist okay. Das nervt wahrscheinlich überhaupt keinen hier jetzt. Dürfen wir jetzt mal tauschen? Hallo. Oder weißt du was? Wir gehen jetzt zum Abschluss auf die Wippe. Let's go. Leute, wisst ihr was? Ich habe da eine Idee für die Wippen-Action. Die Wippen-Action könnt ihr bei mir sehen auf meinem Kanal. Ja, schaut da mal rein bei der Pausen-Challenge. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Richtig geiler Spielplatz, muss ich mal sagen. Ist okay, 10, ne? 10 von 10. Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. So, wie wär's mit dem Outro? Daniel haut einfach Schö. Ab. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. So, Leute, wenn ihr diesen Spielplatz noch nicht kennt, in Bielefeld am Obersee, testet den mal. Ne? Tschüss.